Jede Woche die besten Angebote im Sale. Checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung ab. Spart zusätzlich noch 3% mit dem Rabattcode FIFABROT. Moin moin Leute, was geht? Fabi für euch wieder am Start. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich wollte euch kurz hier informieren über die neue Beckham-Karte. Wie ihr diese Karte in euren Verein bekommt, ist mega easy. Das zeige ich euch in diesem Video. Wie ihr hier schon lesen könnt, hol dir Beckham in deine Mannschaft. Zunächst einmal, das Kartendesign sieht ultimativ nice aus und ihr müsst da echt eigentlich überhaupt gar nichts für tun. Beckham ist wieder da, erhalte David Beckham in Foot und Volta, wenn du FIFA 21 bis zum 15. Januar spielst. Also easy, einfach nur FIFA zocken. Es geht hier aber nicht um seine Icon-Karte, sondern um, das zeige ich euch jetzt kurz, um diese Karte. Das ist eine Special Beckham-Karte, ist aber keine Icon-Karte. Die Icon von Beckham kommt am 4. Dezember, da gibt es dann alle möglichen Icons, die Mid, die Baby, die Prime, vielleicht auch eine Moments, I don't know. Aber was es dann zum Erspielen gibt, wo dann for free ist, ist diese 86er EM-Karte von Real Madrid. Im FAQ haben wir auch nochmal hier ein paar Fragen beantwortet. Wird David Beckham FUT 21 als Icon hinzugefügt? Wie gerade schon gesagt, ja, ab 4. Dezember kommen seine ganzen Versionen raus. Und was denke ich noch wichtig für euch ist, worum handelt es sich beim einzigartigen David Beckham FUT Item? Das ist gerade die 86er Karte, die wo ich euch gerade gezeigt habe. Darum geht's. David Beckhams Debüt bei Real Madrid gegen Betis aus der Saison 2003-2004. Was da noch ziemlich interessant ist, wegen seiner Chemieverbindung. Er hat natürlich Grünlink zu Real, hat normalen Link La Liga Santander und jeden Engländer. Das ist, denke ich, noch ziemlich wichtig zu wissen. Ansonsten könnt ihr auch einfach an der offiziellen oder auf der offiziellen EA-Seite euch das alles mal entspannt in Ruhe anschauen. Ich wollte euch mit dem Video einfach lediglich informieren, dass da jetzt was im Gange ist. Ist ja schon alles offiziell. Was noch, denke ich, wichtig ist, kann man die David Beckham Items für FUT und Volta für immer behalten. Beide Items sind untauschbare Items, die für die Dauer für FIFA 21 behalten werden können. So ist richtig. Also ja, kann man für immer behalten. Hier unten haben wir nochmal seine Mid, Baby und Prime Icon. Die wird ab 4. Dezember verfügbar sein. An sich finde ich es eigentlich eine mega nice Sache. Haut mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier seht mit dem guten David Beckham. Ich feiere dieses Kartendesign anders krass von diesem Debüt-Beckham, sage ich mal. An sich war es das auch schon von diesem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Falls ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Falls du noch kein Abonnent von diesem Kanal bist, smash gerne ein kostenloses Abo auf Ehrenbruder-Basis. Ich bin erstmal raus für heute, Leute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Ciao.